So, willkommen bei einem neuen Part von Team Fortress 2. Heute mit Split Screen und mit Tobi am anderen Ende der Leitung. Genau, hallihallo, anderes Ende der Leitung. Und ich werde gleich vom Hey weggesnackt hier. Echt? Und bei mir war es ein Soldier. Alles klar, gut. Ja, heute spielen wir Capture the Flag. Ich bin jetzt gerade ein bisschen konzentriert und mir leid, dass ich gerade nicht so viel gesagt habe. Aber es ist normal Ego-Shooter, da bin ich ganz bei der Sache. Vor allem was Team Fortress betrifft. Ja, und ich kann euch vorwarnen, Team, also Capture the Flag ist der Game-Modus, was ich am wenigsten kann. Oh, diese verdammte Hänger hier gerade. Oh, Mann. Mit Aufnahme hackt es in den wittigsten Situationen gerade irgendwie. Dann versuch ein paar Anwendungen zu schließen. Ach, ey, du kennst mich doch, ich halt meinen Rechner immer sauber. Wenn okay, was liegt, dann liegt's an meinen Ressourcen einfach, also meine Hardware direkt. Jetzt, bin wieder da, so, auf geht's hier, hoa. Ich wollte natürlich gerne als Scout, wie man gerade, glaube ich, merkt. Und wir verlieren gerade Haushoch, wie es aussieht. Und auf eine Tour gerade unser Material klauen. Hm? Ja, ich bin gerade tot, auch gerade. Kann gerade nichts machen. Aber ihr seht ja alles. Ja, hab ihn noch erwischt. Mit Blutschaden. Ich stehe unter Beschuss. Wo? Hoch! Ach, ich kann mich glaube ich erklären, wie so das leckt. Alter, die sind gut. Ich habe meine Framerate limitiert auf 35. Damit kann ich ehrlich gesagt nicht wirklich gut spielen. Ach, liegt es an deinem Fraps, oder? Yep. Wie es aussieht schon. Dann fix es mal schnell. Ah, da muss ich die Aufnahme neu starten. Kein Problem. Sieht mich halt mal ganz kurz schwarz, oder? Ich tue das halt dann einfach reinschneiden. Das passt dann. Ja, warte, wenn ich sterbe, mache ich's. Das feindliche Geheimmaterial ist wieder in Ordnung. Da starte ich's ja mal am besten neu. Da hat man auch viel besseres Bild, wie es dann auf YouTube zu sehen ist. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, hey, warum macht ihr das nicht vorher? Tja, keine Ahnung. Tja, weil wir dumm sind, ganz einfach. Genau, wir sind dumm. Oh, dumm. Der Soldier hat sich gerade richtig abgeräumt. Leck mich 1 plus 1 ist 5. Also Leute, bis gleich. Ja, aber man kann dich noch hören, ne? Yep. Ich meine nur mein Bild jetzt gerade. Aber dein Bild sieht man jetzt nicht mehr. So, jetzt müsst ihr mich anschauen oder bei mir zuschauen. Richtig. Ihr seid dazu verdammt, bei den langweiligen Charakter zu schauen. Besser gesagt. Ich glaube, jetzt werde ich sterben. Ich habe so ein Gefühl. Oder im Urin. Oder im Blut. Oder in beiden. Beidem gleich, will ja. Ja. Ich wurde mit einem Fisch gekillt. Ich glaube, die Fränkzahl, merke ich gerade. Irgendwie spielen hier fast alle als Scout. Ah. Ich bin wieder kurz weg. Ich glaube, ich bin jetzt. Ach, das brauchst du gar nicht neinschleiten jetzt. Ach Mist, ist ja blöd gerade bei mir. Ja, das ist halt das Improvisieren, ne? Improvisieren, ja. Improvisatorisch wollte ich sagen, aber ich wollte es dann sagen, improvisieren. Improvisieren heißt ja, hier, das korrekt. Das ist eine Mischung aus Improvisation und Improvisieren. Ja, ich habe den Typ mit dem Geheimmaterial gekillt, der versucht hatte, uns das Leben schwer zu machen. Ach, gute Arbeit. Oh, und jetzt lag's bei mir. Super. Aber irgendwie sind nicht so viele Leute drin. Kommt mir irgendwie so vor. Ja, kann schon gut sein. So, ich habe mein Cheaten bekommen. Du sollst nicht stehlen. Ach, schon ein bisschen besser jetzt. So. Jetzt kann ich auch endlich mal wieder anständig spielen. Alles klar. Und nimmst du wieder auf? Ich nehme gerade wieder auf, ja. Okay, gut. Aber ich muss mir erstmal wieder reinspielen. Das dauert immer ein bisschen bei mir. Yeah! Gitarrens! Ach, das ist ja geil. Solo. Ja, können wir jetzt mal eine neue Runde dann zeigen. Ich glaube, es wird sogar die Karte gewechselt.
Hier mein letztes Gitarrensolo vor meinem Tod. Ich lache der Niederlage ins Auge. Ja, hey, ich war Drittbester. Yay! Ich war Zweitbester mit meinen 5 Punkten. Oh, war ich schlecht. Na gut, dann. Ja, da haben wir uns auch nicht viel gesehen, die Runde. Ach, Ladescreen. Bis gleich, Leute. Jo, bis gleich. Sind wir wieder? Müssen jetzt in den. Wir haben jetzt die Karte gewechselt. Ah, nee, haben wir gar nicht. Tut mir leid. Was? Haben wir nicht? Nee, ist die gleiche Karte wie vorhin, aber die Runde startet komplett neu. Ich glaube, es dürfen wir auch heute mal eine komplette Runde sehen an diesem Let's Play, oder? Ja, würde ich auch sagen. Also hier dieser Part ist Capture the Flag. Ah, jetzt hat er mich aber. Die Sau. Ich werde dich rächen! Verdammt, der ist gut! Feed the Penguin. Jetzt ist er besser, glaube ich, ne? Ja. Ja, verdammt. Er hat mich vorhin so gehabt, indem er mich so weggeerbt lassen hat und halt mit seinen komischen Briefbeschwerden da einen überzogen hat. Der Vorteil an der Waffe ist, sie fügt halt bei brennenden Spielern immer kritische Treffer zu. Das ist nice. Finde ich ein bisschen unfair, wenn ich ehrlich bin. Ja, schon. So, dann schauen wir mal nach, ob wir hier ein paar Leute snipen können, wie diesen Scout hier zum Beispiel. Oh, ist ja peinlich. Ich glaube, das habe ich gesehen. Doch. Ah! Ah! Jetzt bist du angepisst, was? Der hat ja wirklich in der Sentry übersehen, oder was? Ja, machst du schnell kaputt, bis du respawnst. Genau. Alter! Geheimmaterial. Boah, Fiete Pinguin ist ein Profi. Der hat's drauf. Der weiß, wie man spielt. Also, ne, Fiete Pinguin, if you see this, I hate you. Your son of a bitch. Your son of a bitch, genau. Genau, bau die Sentry. Jetzt sind wir hier ein bisschen mehr in unserem Team. Ach Mist. Und Fiete Pinguin ist jetzt bei uns. Das ist schön. Hilf mir, Batik! Ah! Kommt der Timo her? Ich hab's jetzt gerade richtig gesehen. Was? Teams mischen? Nein. Doch, ich wäre schon dafür. Ich sag ja. Das ist mir so ein großes Gedaffel. Weil wir snacken die gerade irgendwie voll weg. Ob du wirklich richtig stehst, siehst du, wenn das Licht angeht. Hinter dir, Faro! Oh, Reflex! Ah! Gib sie ganz mich aus, die Sau! Ei! Verdammt, der ist gut! Der hat mich voll ausgetrickst! Shit! Aber das ist es, wenn man online spielt. CPUs hätten sowas nie im Leben gemacht. Denen fehlt die echte Intelligenz hierfür. So ist es. So, ich hab's im Material. Gut. Vielleicht treffen wir einen durch den Luckshot. Oh, snipen, das ist doch langweilig. Ja, vor allem Capture the Flag finde ich es unnötig, vor allem auf Two-Fort, so heißt die Karte. Weil da hängt man eh nur am Spawn und versucht die anderen Sniper wegzuschießen. Wer macht man da nicht? Du hast jetzt die Flagge, oder? Ja, genau. Ich bin schon auf unserer Hälfte, ich dürfte eigentlich schon sicher haben. Gut, gut, gut. Wenn jetzt dieser Pyro da unten, bei dem ihr am Spawn das Geheimmaterial erfolgreich verteidigt, dann sind wir im Vorteil. Weil die haben auch ein Material bei sich am Spawn stehen. Von uns. Das sah jetzt komisch aus. Habt ihr das gesehen? Naja, egal. Also habt ihr Punkt hier. Hey, ja. Ha, der Parade hat einen guten Job gemacht. Verpiss dich! Ich will keinen Streit mit dir! Gute Arbeit, der Pyro, wirklich. Hat ein leises Material noch verteidigt. Ist es heißt er zufällig mit dem Pinguin? Wenn ja, dann ist er wirklich gut. Denn ja, das ist unser einziger Paro, ja. Der hat's, ja, genau, das war sogar, ja. Ja, der ist gut. Der ist super. Der hat's drauf. Der spielt das Spiel häufiger. Ich eigentlich auch. Ja, du auch. Und ich auch.
Aber bei dem merkt man es, dass er gut ist. Bei Mendat? Nein, bei dem nicht. Zuschauer sagen jetzt alle, nein, du bist ein Versager. Du bist eine Lusche, du hast gerade mal eine Flagge erobert. Schäm dich. Ja, ich weiß, das ist voll schlecht. Mensch. Ich weiß, ich muss an mir arbeiten. Ja, schon. Du bist so schlecht, du lässt dich von einem Islander killen. Halt, nein, das war ich gerade. Verdammt. Das wurde ich vorhin auch. Da hab ich von hinten überrascht. Ah, direkt eine Direct Hit in die Fresse, da wird nicht so schnell reagiert, leider. Mist. Ah, gut, gehört dazu. So, jetzt teste ich wieder meine Lieblingswaffe, nämlich den Haftbomben-Sprenger. Springer? Oder? Ah, habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Oh, da like hat's Boss gemacht. Like okay. A Boss, Bitch. Oh ja, er hat so richtig drauf, oder? Auf jeden Fall. So killt man Gegner. Wenn ich das Material hab, dann ist die Runde so gut wie gewonnen, nehme ich mal an. Die bauen doch nicht mal der Sentry in die Vollidioten. Lol. Da wundert es mich nicht, dass wir so leicht immer rankommen. Und dann wollen sie noch Scramble Teams haben. Ja, das wäre berechtigt gewesen bei euch. Weil das sind voll die Luschen irgendwie. Hier ein Bombenhagel für euch. Verdammt, was mache ich da für einen Rotz? Das ist eine gute Frage. Das wollte ich machen. Ha! Spawn campen! Nein! Darum solltest du dich gewöhnen an dieser Karte. Also, wir haben die Runde jetzt eh gewonnen. Hä, da war gerade ein Pfeil, ihre Niere. Dabei war da mein Raketenwerfer. Oder so, keine Ahnung. Ach, das siehst du ja dann irgendwann, wenn du den Partner anschauen solltest. Der Tobi war der Zweitbeste und Fiete Pinguin war der Beste. Ich war der Fettbeste, kann man sagen. Jo, da! Ach Mist, das passt überhaupt nicht zu dem Wand. Verdammt. Gut, dann wechsle ich wieder. Jetzt haben wir ja fast jede Klasse einmal besetzt. Ja, bis auf den Demon-Man. Der macht aber gute Arbeit, hab ich gerade gesehen. Der baut immer eine Sentry bei unserem Material hin. Das ist echt super. Wenn jetzt mal nicht eine Morde von Spice kommt oder ein Heavy mit einem Magic Drop kommt, das ist eigentlich unantastbar sowas. Oh, hier ist ganz schön was los. Ach Mist. Wo bist du? Das finde ich auch ein bisschen unfair. Wenn man Scout, spielt und irgendwie so ein Pyro im unglücklichen Moment um die Ecke biegt, da kann man nichts tun, man ist sofort tot. Ja, das stimmt. Weil die ziehen halt eine Sekunde irgendwie fast dein ganzes Leben weg. Ja, aber als Pyro zu spielen, das ist nicht so besonders herausfordernd. Finde ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich kann mich auch irren, man kann als Pyro schon richtig. Man kann sich als Pyro schon richtig gut geben, als wenn man es richtig drauf hat, so meine ich's. Aber in der Regel drückst du nur Flammenwerfer an gekillt. Und versuchst Leute abzufackeln. Man kann ein bisschen mit dem Airblast spielen, natürlich, aber im Grunde ist es nichts anderes. Und hier sehen wir Fiete Pinguin im Einsatz. So, jetzt auch hier weggesnackt. Ich würde gerne dich mal anschauen, was du machst. Ah, da bist du. Gut, dann mache ich jetzt einen auf Japaner. Oh ja. Nee, da mache ich nicht mit, das ist unter meiner Würde hier. Spawncampen, Schweine. Japaner? Ich hier habe einen Satoshi. So. Ich werde euch alle umbringen oder mich selber. Oh ja. Rechts, links, hier ist nichts. Oh. Und was ist hier? So, ich würde sagen, an der Stelle wird mal wieder Zeit für ein bisschen Werbung. Hey, ich hab den auch gekillt. Bisschen Werbung. Ich kann mir schon denken, für was. Und zwar, falls ihr mitspielen wollt mit uns, dann geht auf meinem Kanal. Dort findet ihr eine Verlinkung zu einer Steam-Gruppe. Die trillt ihr bei und dann, ja, können wir spielen.
Also da werden auch immer so Termine reingeschrieben, wann er vorhat aufzunehmen. Genau. Dann sieht es auch immer, falls ihr mitspielen wollt. Genau. Eventuell sogar kommentieren, aber es muss alles erst abgesprochen werden. Genau, aber schickt mir bitte keine Freundschaftsanfragen mehr, weil das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen nervig, wenn jeder da irgendwie mit mir chatten will. Ich habe ja auch noch ein Privatleben. Ja, außerdem kannst du alles mal anlegen und die Gruppe reinschreiben. Dafür ist er ja schließlich da. Genau. Also, falls ihr, ja, falls ihr Interesse habt, tretet der Gruppe bei. Die Gruppe tretet der Gruppe bei. I want you to join the Let's Play Gruppe. Genau. Würde jetzt Amerika sagen. So, hier sind bestimmt ein paar. Also, das verrat hier das Material. Mal schauen, ob es durchkriegt. Ich helfe ihm mal ein bisschen. Wenn wir das haben, haben wir die zweite Runde auch schon wieder gewonnen. Was macht der Scouter? Achso, klar. Mann, ich bin so schlecht. Ich war schon mal besser. Ach Mist. Ah, kein Zielwasserdrucker heute. Machst du auch? Oh, nee. Ja, bei mir geht's genauso. Gut, ich nehme mal das hier, ausgerüstet mit das dem. Das Geheimmaterial liegt bei denen im Tunnel unten, gell? Hm? Das Geheimmaterial liegt bei denen im Tunnel unten. Das sollten wir kriegen. Du, ich kümmere mich gerade gar nicht so ums Geheimmaterial, ich kümmere mich einfach nur ums Abschlachten. Ach, solche Leute wie dich mag ich nicht in einem Team-Shooter. Da kann ich Call of Duty spielen, wirklich. Ich will... Abschlachten! Abschlachten! Okay, ich gehe schon. Ah, genau das meine ich. Eine Sekunde, du bist tot. Ein bisschen parallel. Ha! Habt ihr das gesehen? Ich hab den voll geowned! Ich hab ihn in den Arsch gefickt! Material zu holen. Ja, okay, haben sie doch versucht, da ist schon ein scheiß Heavy gestanden. Ich hab dich gesagt. Ich reg mich gerne über mein Team auf. Es sind doch alles Luschen, die können gar nichts. Ja, es wird zurückgesetzt, Mist. Ja, scheiße gelaufen einfach. Ha, gebongt. So, und der liebe... Ist er lieb? Cox und wie der auch heißt, hab ich angeschrieben. Aber ich habe jetzt keine Lust, ehrlich gesagt, ihm zu antworten. Weil ich mitten im Spiel bin, da habe ich keine Lust jetzt zu chatten. Also Sack. Sorry, falls du es lesen solltest, ne? Ich, du schon wieder mit einem scheiß Insta-Killer. Ich habe jetzt keine Lust jetzt dazu chatten, ich muss töten. Was hast du? Ich habe jetzt gerade nicht zugehört. Ah, ich habe gerade mit dem Typen da geredet, der mich angeschrieben hat. Mit dem Typen da? Ja, also der ist übrigens auch in unserer Gruppe. Kannst du zumindest mal den Namen sagen? Das ist so fair. Ja, ich habe es ja gesagt. Achso. Wusste ich nicht. Und zwar heißt der CCXX123. Ich lese da immer Cox, keine Ahnung. So, oh, das Geheimmaterial ist ja gar nicht mehr da. Oh, ich bin ja so helle. Das gibt's gar nicht. Und was ist das? Ein Radar. Ach da, da bist du. Hi. Ah! Erschreck mich doch nicht so. Zu dir, Sau hier. Mach ich auch. Sag, schick's mir. So, mach mal ein High Five. Hab ich nicht, leider. Was, du hast es nicht? Schick. Aber wir können uns gegenseitig hauen, wenn du willst. Ich bin Captain Blackbird. Wir können uns gegenseitig hauen. Ist doch auch mal was. Das macht total viel Sinn. Schon geh. So. Machst du das? Ha! Ha! Sechs Schuss! Ja, komm mal schon wieder. Boah, Alarm! Alarm! Auslösen! Oh, das Geheimmaterial ist da! Will haben! Too bad, you can't catch it! Will haben! Das ist sehr intelligent. Der lacht, der bin ich. Oh, hallo Hello Kitty! Ja, ihr seht, Hello Kitty spielt auch mit. Was zum... Was war das denn jetzt? Ach, die Kacke. Alter, so eine fette Explosion vor meiner Schnauze, ich schwör's dir. Ach, scheiße. Fast hätte ich ihn gehabt, die Sau. Aber nur fast. Das ist eine geile Sonnenbrille. Ein kleiner Trick, wenn man Scout spielt und gegen einen Heavy zu tun hat. Die ganze Zeit rumspringt, dass er euch nicht trifft. Am besten im Kreis. Ja, also, und da ist gerade so ein garstiger Typ in mein Zimmer reingekommen. Das ist mal wieder super. Ich liebe sowas. Besonders in meinen Space. Garstiger Typ? Ja, gemein an. Ich will jetzt keinen Namen nennen. Du willst jetzt keinen Namen nennen. Ja, gut, ist okay. Habt ihr sicherlich gehört, ne?
Wow, das war jetzt ein unfairer Crit, muss ich ehrlich sagen. Eigentlich hätte er mich gekillt. Jetzt warte ich hier ein bisschen. Brauch Leben. Alarm! Der Feind hat unser Geheimmaterial gestohlen. Alles klar, ich habe jetzt Bock, jetzt jemanden mit einer. Mit einer Schinkenkeule zu erschlagen. Wo ist der? Ist doch ganz normal. Macht jeder Metzger. Ich halte mich da raus. Was? Wow! Die Sau! Ich hab's nicht gesehen als erstes. Ach, wieso hat's der ist nicht weggehauen, das Ball? Ach. Wir müssen an unserer Kommunikation arbeiten, eindeutig hier im Team. Auf jeden Fall, okay, du gehst rechts, ich links. Nee, das Ball, der hat wenigstens irgendwie mit so einem Voice Command sagen können, dass in der Sentry steht. Hätte ich jetzt einmal gemeint. Weil ich hab's überhaupt nicht gewusst. So, komm her, nein! Er ist zu schnell. Hm. Ach, den kriege ich nicht mehr. So, Weißt du eigentlich, ob bei uns eine Sentry steht am Geheimmaterial? Ich weiß es nicht, ne. Weil dann wird der Scout kein Problem. Weil das gerade ein Scout durch, habe ich ja gesehen. Na, ich glaube ich auch gesehen, gell? Ja, habe ich. Hoffen wir mal, dass er nichts anrichtet. Hm. Ja, das habe ich befürchtet. Da steht keine Sentry bei uns. Ja, ja. Ich bin bei eurer Seite. Chillt ruhig, Leute. Ja, chillt. I'm in your team. Huch! Sorry, aber du musst sterben. Und dein Dispenser auch. Hey, das wollte ich machen. You took my job. Was denn? Achso, warst du auch gerade dabei bei der Zerstörung? Ja, war ich. Ach, optimal. Gute Arbeit, ne? Jo. Ich habe ja gar nichts gemacht, ne? Weil ich allein hätte es niemals packt. Hi. Ich glaube, das ist unser erster Punkt jetzt. Ja, Leck. Hallo, Leck. Hi. Huch. Muss ja auch mal sein. So, nix da. Wow. Ey, ich mach doch gar nichts. Lass mich in Ruhe. Bestimmt der. Ja, genau, schieß ruhig weiter. Danke, Toronir. Ich hab 1-0, dich lieb. Ha. Ich hab dich auch lieb, ne? Ich glaub, das ist sogar ein Vorbeigarantier. Hier, Health. Also gut, jetzt mache ich einen auf Annoying. Jetzt mache ich was Fieses. Du kennst doch noch sicherlich den Sentry-Werfer, ne? Und die Mini-Sentries. Natürlich, ja. Das werde ich jetzt halt gegen meine Feinde einsetzen. Ach, das ist gemein, ah, ich seh dich. Hi! Hi! So, gut. Wenn jetzt einer rauskommt, kriegt er schön was auf die Nüsse. Auf die Nüsse? Oder auf die Titten, je nachdem. Ah! Oh, das hab ich jetzt nicht gesagt. Das war ein männliches Schwein gerade. Ach, Mist. Die haben eine Sentry da mit dieser komischen Treppe am Spawn dran, ey. Was? Die haben da eine Sentry stehen, da geht's jetzt runter, wenn du von unten kommst. Ich seh sie, ja. Ja, da oben direkt auf diesem komischen Holzgeländer da. Ich lock sie mal her. Da baut gerade auf. Warte, die muss ich wegräumen. Das geht nicht. Huch! Mein Gott, die geht aber schon ab. Los, meine Mini-Sentry! Ja, es hat funktioniert! Die steht super, die Sentry. Bis auf, dass sie von hinten zerstört werden kann, aber egal! So, wenn Herr Lukite mich überholt, bin ich ein Weichei. Hello Kitty! Ja, Hello sogar Kitty Hello Kitty cool. Spielt dieses Spiel. Wer hätte es gedacht? Ach Mist, das war ungeschickt von mir gerade. Ach fuck. War! Jetzt ist zerstören können. Ach, hat er Medic gemacht. Gute Arbeit. So, meine Mini-Sentry, mach sie fertig. Oder auch nicht. Das ist ein guter Medic, wirklich. Der will mich erneuern, der Toronir, ich schwör's dir. Der macht Spawn Camp. Ja, ich hasse Spawn Camp. Zombie. Er macht denn sowas? Er? Zack, weg mit dir. Ey, die macht ja gar nichts, meine Sentry, ich schwör's dir. Mist. Was?
Boah, das Dick ist ja. Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Die Saudi. Ah. Wieso rennen die auch noch rein? Ich hab ein Snipergewehr. Mein Name ist Shadow of War. Ich schieße jetzt auf meinen Feindner. Oh, bam. Ich schieße jetzt auf meinen Feindner. Ja, obwohl, das ist Engländer. Na, die machen Spawn Camping. Das ist auch australisch? Der Sniper ist Australier. Zack. Ciao. Gut, die muss aufpassen, dass hier. Ach, der hat auch einen Haftbombensprenger. Die hat er wahrscheinlich von mir. Ich bin das gewesen. Ach, das warst du. Mhm. Hast du die Idee von mir? Ey, was macht ihr da? Komm schon her, komm her, du Medic. Ich mag die. Ist die Sentry da immer noch ich da? Ich mag die, komm her. Ich will ja umarmen. Was? Ich hab die Sentry zerstört. Die dort da. Ach, viel scheiße, ich bin so dumm, die Kack, Alter. War. Platziert war. Ah, komm her. Die war ja gar nicht so schwer zu zerstören, die Sentry. Vielleicht ein Fail von mir. Tobi, du kannst jetzt von oben kommen. Also, du kannst jetzt gehen, wo du willst. Die Sentry ist zerstört worden. You don't say. You don't say. Das ist das geilste Spray. Heftig, ne? Da kann man auch seinen Fuß rauslassen hier. Hm. Ah, das weiß man leider nicht kommen. Ich wollte ihn die ganze Zeit austricksen. Also ich habe das Gefühl, Blau spielt momentan mit uns, anstatt wirklich gegen uns zu kämpfen. Ja, wie kommst du darauf? Keine Ahnung, die haben ein besseres Team, kommt mir irgendwie so vor. Ach Mist! Scheiße. Zack, weg mit euch! Ihr Lumpen! Warte mal, Glück gehabt. Ich brauche Blut, ich muss jemanden abschlachten! Scheiße. Kommt her! Gegner von der Sowjetunion! Sowjetunion! Sowjetrussien! Ey, das. Du kannst mich angreifen, ich lagge. Ich hab dann ein Handicap. Rasche. Verpiss mich jetzt. Ach, der Ingenieur, der. Der hat kein leichtes Leben, glaube ich. Mein Heavy stimmt dir vollkommen zu. Yes! Damit hätte rechnen müssen, wirklich. Ey, könnt ihr euch mal entscheiden, ob ihr es haben wollt oder nicht? Okay. Ich will's, nein, nein, es ist gefährlich. Ich leg's wieder hoch. Nein, nimmst nee, du's. Oh nee, die werden ja die ganze Zeit gekillt, das ist ja schon klar. Ich wette, da steht wieder eine Sentry. Ah, ich hab's gewusst, ich bin so gut, 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 ich bin so gut. Ach komm, ja, hau nur ab. Ich muss den nachladen. Jetzt will er die Sache auf die Spur gehen. Ach Mist, was hätte ich den Medic gehabt? Ach, das ärgert mich jetzt schon. Ich glaube, den kriege ich nicht mehr. Oh. Scheiße. Ach, der hat mich. Der hat mich. Yep. Hi. Nein! Ach, ach komm, ich hätte noch gekillt. Oh. Oh. Ich bin so schlecht. Wir führen aber immer noch, gell? Das ist nicht mehr schön. Wir brauchen nur noch einen Punkt, glaube ich. So, komm schon, das schaffen wir doch. Ich fühle mich schon, hier Team. So. Ich glaube an euch. Ich glaube an euch. Ich fühle mich hier so nutzlos. Ich bin euch so schlecht bin. Erst 10 Kills. Schwach. So, hoffentlich macht ihr jetzt was, die Sentry. Oh. Ich will ein paar Sniper wegsnacken, einfach nur weil ich's kann. Nein, du gehörst da nicht hin. Nee. Ach Mist. Stell mich jetzt hier an. Einfach nur, weil ich es kann. Ach ja, falls ihr nicht wisst, wie ich in Real Life aussehe, ich sehe so aus, ne? Und das bin in Wirklichkeit ich. Ich weiß, du bist richtig schön. Ja, ich weiß. Ich kenne dein Bild. Du bist echt ein wunderschöner Schmetterling. Muss ich jetzt echt mal sagen. Ey, was lippisch, du Schmetterling. Ey, du bist wunderschön. Das ist mein Kompliment, Digga. Schön. Ja, hast du Problem. Ich nix Schmetterling, ey. Verdammt! Doch, ja, jetzt schon mal, Digga! Hab vergessen, meine Sentry zu zerstören! Ah, ja, aber nur hier!
Mach dich nicht. Ey, ich fang gleich zum Heulen an, ich schwör's dir. Ah, Jesus Christ, ja. Der Name hat auch irgendwie Style. Jesus Christ. Hashtag Swag. Hashtag YOLO. Verdammt. Ich dachte, zeigen ist ein heißt Nummer. Das heißt Hashtag. Wir sind hier im digitalen Zeitalter, da heißt es Hashtag. Ich sag Nummer, das klingt besser. Oh. Ja, stimmt. Hashtag sind hier. Alter! Ich gehe da so um die Ecke, kommen so drei Feinde auf mich zu. Und Toromir dominiert mich. Hallo Toromir. Ja, du bist mein bester Freund. Ich hab dich bei Facebook schon geaddet. Das ist voll scheiße. Ah, verdammt! Ah, well played, sag ich nur. Well played. Die Sau. Gut, Ja, so mag ich diese Karte nicht. Ach, ich werde von zwei dominiert. Na, das ist ja schön. Yeah, Sowjetunion! Zwei Heavys gegen den Rest der Welt! Ich sollte nicht rangehen. Oh, wir verlieren schon wieder. Ach, muss das Engineer spielen, eindeutig. Am besten gleich switchen. Das geht gar nicht. Also langsam habe ich keine Lust mehr. Unser Engineer kann irgendwie nichts, merke ich gerade. Wieso baut hier der Sentry? Da wundert es mich nicht, wieso sie da drauf kommt. Ich glaube, er ist nicht der Einzige, der nichts kann. So, schnell. Ach ja, übrigens, Notiz, nicht den Müll ablegen. Oder was auch immer da steht. Ich hab keine Ahnung. Der hat mich gesehen, wie denn? Ach, die Sau. Einer von denen cheatet bestimmt. Genau, ich schieb jetzt darauf, dass sie cheaten. Das ist eine harte Runde. Auf jeden Fall. Gar nicht mal so leicht. Die spielen ein bisschen koordinierter als wir, glaube ich. Und tschüss. Hey, die sind gut. Ich glaube, die sprechen sich ab, eindeutig. Könnte sein, ja. Ja, weil ich habe gerade so zwei Soldaten aus dem Gang getroffen, die sind einfach so gestartet, haben sich gegenseitig angeschaut. Ich denke mal, die sprechen sich alle ab hier. Ja, okay, nicht alle, aber ich denke mal, die Hälfte ist, glaube ich, schon. Tausche zu, nachdem wir diese spielen. Hey, wir sind tot! Ich lebe noch! Und ich werde sie mit einer offenen Hand empfangen. Ich heiße Big Wiz und heute fliehe ich vor dem Tod. Heute werde ich getötet. Hey, ich lebe noch. Na gut, beenden wir den Party, Sir. Genau. Ja, war heute nicht so besonders erfolgreich für mich. Ich glaube, bei Tobi war es ein bisschen besser. Naja, es ging. Ja, auf jeden Fall, es war schon richtig unterhaltsam. Es war schön ausgeglichen, ich kann mich wirklich nicht beschweren. Und es war schon spaßig. Ja, also in dem Sinne, dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.